Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute geht es um Schmerzen in den Fingergelenken oder auch im Daumen. Nehmen wir mal an, dass es Ihnen vor allem wehtut, wenn Sie die Finger belasten oder wenn Sie einen Teller in der Hand haben, dass Sie nicht genug Kraft haben und den Teller dann womöglich fallen lassen. Und Ihr Arzt sagt, Gicht kann es nicht sein. Wahrscheinlich ist es Arthrose. Was ist dann zu tun? Bei mir ist Dr. Bernd Lechert, er ist Oberarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie am Asklepios Westklinikum Hamburg. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Lechert. Hallo Frau Kahler, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Aber gerne. Denn sagen Sie uns doch bitte, um welche Finger und Gelenke geht es am häufigsten beim Thema Arthrose? An der Hand findet die Arthrose am allerhäufigsten am Daumensattelgelenk, den Endgelenken der Langfinger oder den Mittelgelenken statt. Mhm. Das Beispiel mit dem Teller, was Sie eben erzählt haben, ist eben typisch für den Sattelgelenksverschleiß, bei dem der Daumen nicht mehr richtig kraftvoll beim Zugreifen mit einsetzen kann und so eben Gegenstände, die man sonst mühelos und ohne nachzudenken transportiert hat, plötzlich aus der Hand fallen, weil einem ein Schmerz in die Hand einschießt. Passiert das häufig? Gibt es da viele Patienten? Das ist eine typische Verschleißerkrankung, die mit zunehmendem Alter kommt. Frauen sind deutlich häufiger betroffen als Männer und das geht so um die 60 los und steigert sich dann eben mit zunehmendem Alter. Mhm. Gibt es Menschen, die besonders prädestiniert sind dafür, Arthrose zu bekommen oder die ganz besonders häufig die Hand benutzt haben? Also ist das ein Grund? Das wird häufig, vielfach ja vermutet, ich habe so viel gearbeitet und jetzt habe ich diese kaputten Hände. Das ist leider nicht ganz so. Also meistens ist es so, dass man es doch irgendwie ererbt hat, dass es eben doch schon in der Familie ist und dass die viele Arbeit, die dann dazukommt, das ihre tut. Also die Genetik, das was ererbt ist, das was der Körper von sich aus schon mitbringt, ist die Grundlage und häufig auch ohne viele Arbeit kommt es dann eben bei einem bestimmten Personenkreis zu diesem Verschleiß und diesen Schmerzen. Ja, genau. Und unter Umständen sogar an der Stelle des Körpers, die man weniger benutzt hat. Also Rechtshänder links, Linkshänder rechts zum Beispiel. Genau, so ist es ja. Und dann ist man ganz verwundert, aber das sieht man eben nicht selten. Und die Ursache steht ja bei uns auch gar nicht dann so im Vordergrund, sondern die Behandlung eben. Ja. Meistens ist es ja zu spät für eine Prävention, wenn die Patienten dann kommen. Ja, das stimmt. In welcher Situation kommen denn Patienten zu Ihnen? Wie weit sind denn die da schon in der Krankheit? Das ist ganz unterschiedlich. Das ist auch, weil eben Schmerzen sehr individuell wahrgenommen werden. Kommen die einen ganz früh, wenn sie halt merken, irgendwie, es zwickt da immer mal. Was ist das? Was kann das sein? Weil sie beunruhigt sind. Und andere kommen vielleicht gar nicht selbstständig, sondern müssen erst von den Angehörigen gebracht werden, weil die eben sagen, ja, Mutti hat immer Schmerzen da und will es gar nicht richtig wahrhaben. Ja. Mhm. Und da ist eine ganz breite Spannbreite von dem, wann die Patienten denn eigentlich zu uns kommen. Ja, und wie stellen Sie fest, was der Patient dann wirklich hat? Wie läuft die Diagnose? Zunächst am Anfang steht die Befragung auf jeden Fall und da ist eben dieser belastungsabhängige Schmerz und die Schmerzangabe, nämlich wenn also hier auf das Daumensattelgelenk gezeigt wird, dann ist das schon mal der erste wichtige Hinweis. Danach folgt natürlich die Untersuchung, bei der man dann auch sehr genau prüfen kann, ob dieses Gelenk wehtut oder nicht. Besonders unangenehm für die Patienten ist meistens, wenn man den Daumen packt und dann so staucht und dann eben so ein bisschen malende Bewegung in dem Gelenk macht, dann ist eigentlich die Diagnose schon so gut wie klar. Was immer dazu gehört, ist ein Röntgenbild. Und bei dem man dann eben beurteilen kann, wie weit die Destruktion des Gelenkes da fortgeschritten ist und das dann entsprechend auch einteilen kann. Für die Behandlung ist das aber fast zweitrangig, weil es geht um die klinischen Beschwerden des Patienten und nicht unbedingt um das Röntgenbild, was behandelt werden soll. Aha, also, das heißt, es kann also sein, man sieht im Röntgenbild gar nicht, dass der Knorpel schon weg ist und dass Knochen auf Knochen sitzt, aber die Schmerzen sind so, dass sie sagen, dann machen wir was. In dem Fall sicherlich nicht, da würde man dann nochmal ganz intensiv über eine konservative Therapie nachdenken, aber eben gerade so diese dann folgenden Stadien, wenn man schon sieht, ja, da ist
das Gelenk ist nicht mehr ganz genau, die Gelenkpartner stehen nicht mehr ganz genau übereinander, aber es ist schon noch ein Gelenkspalt zu sehen, dann würde man eben bei jemandem, der sehr schmerzgeplagt ist, schon über eine Operation nachdenken. Bei jemandem, der eben sagt, na, ich komme eigentlich noch ganz gut zurecht, bei dem könnte man eben eine Injektion vornehmen, mit Cortison zum Beispiel. Und da bei manchen Fällen, bei allen Risiken, die solche Spritzen ja immer mit sich bringen, gibt es aber sehr wohl Fälle, die dann über ein Jahr beschwerdefrei sind und was ja schon mal ein großer Gewinn ist. Alternativ dazu gibt es auch die Möglichkeit einer Ruhigstellung mit entsprechenden Schienen, die man eben selber an- und ablegen kann und die nicht den ganzen Tag getragen werden sollen. Teilweise reicht es auch, wenn man die nur nachts anlegt und wo es eben auch sehr gute Untersuchungen gibt, die zeigen, dass ein nicht gerade kleiner Kreis von Patienten so sehr davon profitiert, dass sie einer eigentlich angedachten Operation dann, dass sie da wieder abspringen. Tatsächlich. Was schade ist für den Chirurgen. Ja, für den natürlich schon. Aber das würde ja im Umkehrschluss heißen, dass das tatsächlich ausreichen kann, um viele Jahre danach oder vielleicht sogar für immer keine Schmerzen mehr zu haben? Im Einzelfall mag das sogar über Jahre gehen, nicht? Ja. Aber letzten Endes geht es ja bei der Behandlung all dieser degenerativen Erkrankungen ja immer darum, den richtigen Zeitpunkt für eine Operation zu finden. Und wenn man diesen hinausschieben kann, dann ist natürlich jedes Jahr ein Gewinn. Und mit zunehmendem Lebensalter, das muss man ja auch ganz ehrlich sagen, lässt dann auch die Belastung ein bisschen nach und die belastungsabhängigen Beschwerden, ja, die quälen einen dann natürlich dann plötzlich auch nicht mehr so. Also von daher, das ist durchaus möglich. Und wenn Sie dann doch operieren, was machen Sie da? Wir verwenden also ein Verfahren, was sich sehr rigoros anhört. Wir entfernen nämlich einfach einen der beiden Knochen, die daran beteiligt sind, an diesem Gelenk, was da so schmerzt. Das gibt es eigentlich an keiner anderen Stelle im Körper, dass man einfach da die Schmerzen behandelt, indem man quasi alles kaputt macht. Und es zeigt sich aber, dass das eben gerade an diesem Daumensattelgelenk besonders gut funktioniert. Ja, wobei man, glaube ich, sagen muss, das Daumensattelgelenk ist ja nicht dieses, sondern das ist ja hier. Genau. Hier unten im Handgelenk. Genau. Und da nehmen Sie einen Knochen raus, hier. Genau. Also ist da nicht dann ein Loch? Da ist ein Loch dann, genau. Ja. Und dann? Das ist dann in der Operation zu prüfen, ob der Daumenstrahl, also der Mittelhandknochen, das Grundglied oder das Endglied, was dann ja oben nach zum Fingerende hinkommen, ob die dann tiefer treten und sozusagen mit dem benachbarten Handwurzelknochen zusammenstoßen, dann muss man sich überlegen, ob man das mit einer Sehne, einem kleinen Sehnenstreifen, den man aus einer Sehne abspaltet und dann durch den Mittelhandknochen fädelt, ob man das dann damit aufhängt, um dieses Tiefertreten zu verhindern. Oder, und das ist gar nicht selten der Fall, dass das von alleine so stabil an dieser Stelle steht, dass man es einfach nur durch Herausnehmen des Knochens behandeln kann. Aha, das heißt, das wird dann wahrscheinlich ersetzt durch Bindegewebe, durch neue Strukturen, die sich in der Hand, die einfach nachwachsen. Der Mensch wächst ja ständig eigentlich. Genau, ja, also nach der Operation bildet sich natürlich ein Bluterguss. Also da bleibt keine Höhle, kein Hohlraum, da ist keine Luft drin oder so, sondern da bildet sich ein Bluterguss und der wird umgebaut in ein festes Narbengewebe, was dann letzten Endes diesen Gelenkpartner dann da auch ersetzt. Und da eben die Belastung an der Stelle zwar da sind, aber eben nicht so groß wie an Hüften oder Knien, reicht das eben auch aus, um gut zu funktionieren, sodass man damit schmerzfrei zurechtkommt. Ab wann bin ich danach wieder einsatzfähig? An so einer Operation schließt sich eine vierwöchige Ruhigstellung der Hand an mit einer Gipsschiene oder einer entsprechenden Orthese, so einer Klettorthese. Und dann wird das abgenommen. In der Zeit ist aber nur der Daumen zur Hälfte eingeschlossen und die Langfinger sind frei. Also zum Beispiel Tätigkeiten im Büro, die mit
Schreibmaschine schreiben oder so oder vielmehr am Computer arbeiten verbunden sind, die kann man eigentlich auch mit dieser Schiene ganz gut machen. Also man ist jetzt nicht zwangsläufig total krankgeschrieben, man darf kein Auto fahren, ja? Genau. Weil man eben dieser Schiene keinen Versicherungsschutz hat. Das okay. mögen die Versicherer nicht so gerne, dass man da quasi so gehandicapt sich ans Steuer setzt. Mhm, das, was ja dann für viele schon das Problem ist, eben, ja, wenn sie natürlich. Dann doch zur Arbeit wollen. Ja, aber wenn der Schmerz aufhört. Genau, und nach den 4 Wochen kommt das eben ab und dann ist meistens die Hand doch in der Beweglichkeit eingeschränkt und muss ein bisschen trainiert werden. Und häufig tut es am Anfang auch noch weh, sodass man sich am Anfang ein bisschen wundert, warum habe ich das bloß alles gemacht. Aber man kann versprechen, nach einem halben Jahr setzt der Erfolg der Operation ein und die Hand ist wesentlich besser zu gebrauchen. Wenn man das ganz genau wissenschaftlich untersucht und alles misst, dann stellt man fest, dass die Handkraft ein ganz bisschen gemindert ist. Aber da es nicht mehr wehtut, kann man seine Kraft viel besser einsetzen, ist viel ausdauernder und hat also eigentlich mehr von dem Daumen wieder, den man halt wieder gut gebrauchen kann. Gut, dann lassen Sie uns noch über die anderen Fingergelenke sprechen. Wie stelle ich mir den Schmerz vor, wenn andere Gelenke betroffen sind von Arthrose? Also der Schmerz ist eben halt meistens stechend und häufig geht es so los, dass man morgens aufwacht und die Fingergelenke schmerzen, man gar nicht so richtig den Tag beginnen will und erstmal das alles sich so einlaufen muss. Und wenn man das dann gemacht hat und die Finger bewegt hat, dann ist es häufig auch schon wieder vergessen für den Rest des Tages. Und kann dann eben unter besonderer Belastung eben nochmal wiederkommen, der Schmerz, dass es einem dann doch wehtut. Häufig kommen Patientinnen in die Sprechstunde, die auf ihre Finger gucken und also feststellen, da bilden sich auf der Streckseite Knubbel und das sieht ja jeder und das sieht auch nicht hübsch aus und die aber gar keine Schmerzen dabei haben. Ja? Und jetzt fragen, was sind das eigentlich hier für Veränderungen und ich kriege die Hände meiner Mutter und ich bin aber noch lange nicht so alt und ich will doch nicht so alt sein. Und das sind aber schon die ersten Zeichen eben eines Gelenkverschleißes, der eben, was der Vergleich mit der Mutter so mit sich bringt, eben auch ererbt ist und langsam dann fortschreitet und eben nicht selten eben mit diesen Deformierungen der Finger einhergeht, die dann aber noch immer noch ganz gut gebraucht werden können. Also immer noch der Faustschluss ist immer noch gut und man kommt eigentlich zurecht, auch wenn da oben sich eben solche Knubbel bilden. Ja, wenn Sie sich aber entscheiden, dass bei dem Gelenk etwas gemacht werden muss, welche Möglichkeiten haben Sie denn da? Als erstes muss man prüfen, was ist es, was am Gelenk gemacht werden muss. Diese Entfernung dieser Knubbel ist jetzt, also eine kosmetische Operation würde man nicht empfehlen. Solange die Funktion gut ist, würde man gut zureden und sagen, warten Sie bloß ab, wir machen mehr kaputt, als dass wir helfen. Wenn es schmerzt und die arthrotischen Veränderungen, das gilt sowohl für die Endgelenke wie die Mittelgelenke, noch nicht zu weit fortgeschritten sind oder wenn eben die ganze Hand, alle Gelenke betroffen sind, dann kann man eine Röntgenreizbestrahlung zum Beispiel machen, um dagegen den Schmerz vorzugehen. Und natürlich konservative Maßnahmen vorweg, dass man eben möglicherweise mal eine Zeit lang Schmerzmittel einnimmt. Oder eben auch, dass man die Finger übt, indem man in einer angenehmen Situation die Finger bewegt. Also angenehme Situation heißt, den einen hilft Kühle, den nächsten hilft es, wenn er in warmem Wasser die Finger bewegt oder in warmem Sand knetet. Das muss jeder dann so ein bisschen für sich ausprobieren, aber auch das kann eben, diese Übung, diese Bewegung kann eben dazu führen, dass man doch längere Zeit den Chirurgen auf jeden Fall nicht braucht. Ja, nun, aber jetzt, wir sind ja hier, weil wir Sie vielleicht doch brauchen. Und Sie haben nämlich hier etwas mitgebracht und darauf will ich raus. Wann setzen Sie sowas ein für ein Gelenk? Das ist ja eine Prothese, wie man sie am Mittelgelenk einsetzt. Also jetzt in dieses Gelenk hier, da käme das so rein. Und diese Prothese ermöglicht es eben auch, die Gelenkpartner, die Schmerzenden zu entfernen. Und sodass der Schmerz weg ist und sie ermöglicht es, dass man eben den Finger auch noch ein bisschen beugen und strecken kann, also eine Beweglichkeit behält. Ja.
warum ist das so was Besonderes? Bis man halt solche Implantate hatte, war eigentlich das Verfahren der Wahl, dann solche Gelenke zu versteifen. Und gerade nicht selten sind die Patienten ja mit mehreren Gelenken betroffen. Und wenn man halt dann tatsächlich eine größere Zahl von Gelenken an der Hand versteifen muss, weil sie so wehtun, dann ist das natürlich schon ein erheblicher Funktionsverlust. Die Versteifung eines einzelnen Gelenkes ist nicht so schlimm, weil man eben die Nachbargelenke gut die Funktion übernehmen können. Und auch da ist es so, ist der Schmerz weg, dann kehrt die Kraft eben zurück, der Finger ist besser benutzbar. Wie gesagt, dieses eine Gelenk kann man gut vertreten, aber mehrere Gelenke funktioniert eben schlecht. Und wenn man so eine Prothese einsetzt, dann kann man erstens damit Achsfehler, die sich häufig einstellen. Also Schiefstellung der Finger, dass die so abknicken. Genau, ja. das was eben durch die Arthrose gehen eben Anteile des Gelenks kaputt und dann stehen die Finger schief. Das kann man damit etwas korrigieren und man kann eben ein bisschen Beweglichkeit zurückgeben. Das sind so ungefähr, oder man kann zwischen, dass man den Finger ganz gerade kriegt und etwa 60 Grad beugt, so, das ist dieser Bereich, das kriegt man halt gut hin. Darüber hinaus ist es schon eher, das eher seltene Fälle, die das so gut hinkriegen. Ja, nicht? Ja. Aber bei den meisten Patienten ist es eben so, dass die vorher deutlich schlechter dastanden und sich dann eigentlich freuen über das dieses Ergebnis dann. Genau, das heißt, es ist also mehr eine Methode schon für den schwereren Fall, wenn man das so sagt. Genau, ja, und wobei die Schwere des Falles immer von den Schmerzen ausgeht, nicht? Ja. Und die man dann behandeln möchte. Ja, vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund!